Ich komme zum Dreher. Zwei Varianten gibt es. Erste Variante, der Dreher von unten. Auch eine Variante, die man macht, wenn der Torhüter ein bisschen weiter draußen steht. Lange einfliegen, versuchen, den Torhüter in irgendeine Bewegung zu bekommen vorher schon, dass er auf dem Standbein ist, dass er nicht mehr die Möglichkeit hat, schnell zurückzukommen. Dann um ihn rumdrehen und dann hat er auch nicht mehr wirklich die Möglichkeit, auf den Ball zu reagieren bzw. den Ball noch von der Linie zu holen.